Herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Tutorial von mir, dem wohl spannendsten Thema unter Friedfischanglern, nämlich Futter anmischen. Man kann eine riesengroße Wissenschaft draus machen. Ich weiß nicht, wie viel Kilo bzw. ja, Tonnen ich schon angerührt habe in meiner 15-jährigen Fiederlaufbahn. Aber mittlerweile habe ich, glaube ich, ganz gut den Dreh raus. Und wie ich da vorgehe, das erfahrt ihr in diesem Video. Als erstes würde ich euch empfehlen, verwendet auf jeden Fall ein großes Gefäß, wo man das Futter drin anmischen kann. Ich verwende jetzt hier heute unsere Baitball. Die besteht aus einer PVC-Wanne und hier noch einer innenliegenden Plastikwanne. Futter nehme ich heute. Wir haben ja Hochsommer. Wir werden heute so 34 Grad erreichen. Zwei Fischmehlsorten, einmal hier das Blutleber und dann noch das Method Feeder Krokant. Das sind zwei fischmehlhaltige Method Mixe und da mische ich einfach was Herbes mit etwas Süßem. Ich verwende hier jeweils einen halben Beutel. Also 500 Gramm, mach das beiseite, das gleiche hier noch beim Blutleberfutter, auch 500 Gramm rein und durch die Kombination aus dem schwarzen und dem hellen Futter gibt sich doch eine, ja, ein passives, ich würde mal sagen, grau bis dunkel. Bis hellschwarz. Das schön verrühren, dass sich die beiden Mixer miteinander vermengen. Und dann kommt Wasser drauf. Wie gesagt, ich habe ein Kilo Trockenfutter. In dieser Schüssel sind 300 Milliliter Wasser. Die kippe ich jetzt drei Viertels rein. Nicht alles auf einmal reinkippen. So. Und dann verrühre ich das auch wieder schön mit der flachen Hand, dass sich nicht Klumpen bilden. Oh, da kommt schon der Duft aus dem Fischmehl und dem süßen Futter heraus. Oh, richtig schöner Duft. Und jetzt müssen wir das Ganze noch sieben. Aber bevor wir das durch den 3,5 mm Sieb geben, muss es erst noch ziehen, so circa 5 Minuten. Dann drücken wir das durch und werden es noch im zweiten Step nachfeuchten. In der Zeit, wo mein Futter durchzieht, bereite ich fürs Methodfiedern die Pellets vor. Hier verwende ich 2 und 3 mm Halibut Pellets. Diese gebe ich jetzt einfach in die Schüssel hier rein. Ich würde mal sagen, für die Angelsession so circa 200 bis 250 Gramm sind da vollkommen ausreichend. Wenn die weg sind, dann habt ihr auf jeden Fall ein paar Fische überlisten können. So, und so Halibut Pellets, die sind extrem leicht zum Anmischen. Und zwar gehe ich hierher, packe einfach Wasser drauf und lasse die dann durchziehen. Den 2 mm Pellet, der benötigt circa 1 bis 1,5 Minuten, dann das Wasser abkippen und der 3 mm Pellet, den so circa 2,5 Minuten durchziehen lassen und dann kurz trocknen und dann ist alles perfekt. Die Pellets sind durchgezogen, jetzt gebe ich die einfach hier auf mein Sieb, schüttel einmal das Wasser ab und dann geht es zurück in die Schüssel. Das gleiche auch bei den 3 mm Pellets. Und jetzt ziehen die weiterhin kurz durch. Und dann sind die Pellets fertig und wir können zum Futter gehen
und das nochmal durchsieben und gegebenenfalls etwas nachfeuchten. In der Zeit, wo ich jetzt die Pellets angemacht habe, ist mein Futter durchgezogen. Trotz dass ich es mit der flachen Hand angerührt habe, sind ein paar Klumpen drinnen und dafür habe ich eben das Sieb. Dadurch werden die Klumpen entfernt. Das Futter löst sich dadurch richtig schön unter Wasser aus dem Maddot-Korb raus. Jetzt wird das hier durchs Sieb einmal durchgedrückt. Ich brauche gar nicht mehr viel nachfeuchten. Das Futter hat schon die richtige Konsistenz. Das ist so, die Konsistenz muss man halt auch immer ein Stück weit an die Gewässertiefe anpassen. Ich angle hier heute auf 2,20 Meter bis 2,50 Meter Wassertiefe. Da dürfte das Futter nicht extrem übernässt sein, weil sonst geht es eben schwer raus. Angelt ihr in tieferen Gewässern, beispielsweise 5 oder sogar 10 Meter, dann das Futter immer eine ganze Ecke feuchter machen, dass es auch wirklich am Gewässergrund unten ankommt und sich nicht schon an der Oberfläche oder im Mittelwasser rauslöst und dann sich einfach nur verteilt. Ich zeige hier mal die Konsistenz. Ich drücke einmal leicht drauf, dann ist das Ganze miteinander verbunden und dann kann ich es durch leichtes Berühren wieder in die einzelnen Bestandteile zerlegen. Und damit habt ihr vom Grundsatz her immer die richtige Konsistenz. Beim Angeln nicht das Futter direkt in die Sonne, sonst trocknet es aus. Vielleicht ein nasses Tuch drüber geben, genauso wie auch bei den Pellets. Und dann kann man ohne Probleme 4 bis 5 Stunden angeln. Das war's zum Futter anmachen. Ich wünsche euch viel Petri Heil, euer Julian.